Was ist der Hamd Allah Azzawajallas? Was bedeutet es, zu sagen Alhamdulillah? Der Alhamd in der Sprache, sagen die Ahlul Ilm, Al-Thana'u bis Sifat al-Jamila. Jemanden aufgrund seiner vorzüglichen oder vortrefflichen Eigenschaften zu loben. Das ist der Hamd in der Sprache. Daher auch der Name Muhammad. Muhammad, jemand, der oft und immer wieder gelobt wird wegen seinen vortrefflichen Eigenschaften. Der Hamd in der Scharia, also wenn vom Hamd Allah die Rede ist, da sagen die Gelehrten, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagte, Alhamdu huwa dhikru sifat al-Mahmud, ma'a hubbihi wa ta'zimihi wa ijlali. Der Hamd ist das Erwähnen der Eigenschaften dessen, den der Hamd betrifft, also hier wäre es dann Allah Azzawajalla, zusammen mit der Liebe, der Hochachtung und der Verherrlichung. Also diese drei Dinge müssen zusammen mit dem Lob existieren, da sein, ansonsten nennt man das nicht den Hamd. Das heißt, wenn diese drei Dinge fehlen, dann nennt man das Madh. Also das nennt man im Deutschen auch Loben. Al-Madh ist also jemanden, die Vorzüglichkeiten oder vortrefflichen Eigenschaften von jemandem zu erwähnen, über sie zu informieren, aber ohne die Liebe, ohne die Verherrlichung, ohne die Hochachtung. Das ist der Al-Madh, das nennt man nicht Hamd. Aber ihr seht Folgendes, das ist eine sehr interessante Sache, auch in der arabischen Sprache. Seht mal, wenn wir sagen Hamd, das ist eine bestimmte Art des Lobes. Ja? Nicht jedes Lob wird Hamd genannt. Das Lob, das ohne Liebe, ohne Verherrlichung, ohne Hochachtung gemacht wird, das nennt man Madh. Seht ihr eine Gemeinsamkeit? Wir haben hier nur die Reihenfolge der Buchstaben verändert. Und dennoch treffen sich diese Wörter in einer bestimmten Bedeutung. Das nennt man al-Ishtiqaq al-Akbar. Etwas sehr Interessantes in der Arabischen Sprache.